Stachelberggipfel. Oh, oh, das ist eine Sackgasse. Eine kann nur durch. Verzeihung, Herr Tomato, wo ist mein Verlust-Item? Wo genau ist mein Verlust-Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein Verlust-Item ist... Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item. Hier ist es nicht. So viel ist sicher. Was? Mein großer Bruder. Mein großer Bruder kommt doch noch, oder? Ist er bald da? Nein. Dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um ein kleines Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu groß und zu fett, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst. Keine Angst. Tu einfach, was ich dir sage. Und was tust, helfe ich dir wieder heraus. Aber... Los, mache schon. Krieche in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder, hey, hey, hör auf damit. Verflex, ich sage doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in großer Schwierigkeiten. Hilfe! Hör auf! Hör sofort auf! Das lassen wir nicht zu! Tomato, du Bösewicht! Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Gangster. Ein Erkundungsteam. Kein Ganove ist vor uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Aha, ich durchschaue. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnabel. Hey, es ist wahr, ich bin ein per Kopfgeld gesuchter Pokémon, aber das ist mit euch. Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können! Wir können! So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht hinkommen. Mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keines war es erbärmlich wie ihr. Das wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr doof. Saven. Kommen wir noch hinterher ab. So, jetzt. Gib alle Kraft, nein. Oder doch. Erstmal mal inklusiv sagen. Da. Yes. 35 Schaden gemacht. Alter. Kleiner Penner. Zeig's ihm, komm, nein, ja, das ist gut, nein, oh. Hey, nein. Was? Ach, fick dich, Alter. Ein Cheater.
Was? Geht doch gar nicht. Warte, jetzt lade ich nochmal. Ich habe ja noch eine Sinne der. Zum Glück nur auf. Also. Warte, das kommt jetzt. Bam! Fresse weggeschlagen. Wow, wow, steigt, steigt, steigt. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Aber jetzt gehst du mal in das Loch, das finde ich aber jetzt cool, ne? Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Ja, und was mit dem Loch, Mann, ey? Nee. Ich bin Magnuson, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Nochmals danke. Jetzt kommt mit. Azurel! Mary? Mary, ich hatte solche Angst. Alles okay mit Azurel? Bist du verletzt? Es geht ihm gut. Der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azurel, Azurel. Ich freue mich so für euch. Ja, habt das nur für uns getan, Tobias und MS Bukaro. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azurel, jetzt du. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich vielen, vielen Dank. Der Kommission. Schatzbeute. Größere Schatzbeute. Das haben wir, glaube ich, irgendwas mit 3, ne? Augenblick. Das ist noch nicht eine. Die Bonus-Episode. Der Wunsch von Bidiza wurde freigeschaltet. Ah. Ein Special, kann man daraus machen, ne? Erstmal die Hauptstory. Gut gemacht, ihr zwei. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Ziel von Nemesquare hält das Kopfgeld in Höhe von 3000 P, das auf den Ganoven ausgesetzt war. Allerdings, davon gehört 2700 Gelder. Dieser Anteil wird beeinbehalten. Darum bekommt das Team von Gumsukabu 300, den Rest des Gesamtbetrages. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit. Aber natürlich! Es ist alles ein Teil des Rennens. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt wie heute. Ah, es ist so schade. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil nur ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azuki zu retten. Und das verdanken wir nur dir, MS Bukaro. Weil du diesen Traum hattest, MS Bukaro. Darum wussten wir ihm voraus, dass Azuki in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann das nicht erklären, aber
der erste Schrei von Azuka, den ich gehört habe. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte. Beide Ereignisse, sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Dein Magen hat auch geknurrt, meine Sekabel. Wir haben wohl einen ziemlich Kühldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azuka konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen. Stopp, stopp, schling, schling, schmatsch, schmatsch. Schlammer, schlapper. Boah, dieser Blitz sind Wahnsinn. Alter, kam bis zum Fenster an. Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal, weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Mesukabu? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Mesukabu. Und weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendetwas? Ich frage mich, es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht es wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuche einfach dich Stück für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Wie kam das jetzt nicht noch mit dem Traum? Keine Ahnung, vielleicht war das ein anderer Teil von... Müsste wieder nicht mal, ich zocke alle. Hör mal, Mesukabu. Bist du noch wach, Mesukabu? Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder darüber nach. Dieser seltsame Traum von dir, Mesukabu. Vielleicht hat der etwas mit dir persönlich zu tun, Mesukabu. Ich habe nur so ein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Vampir, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung liegt er etwa in meinem Traum. Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, was für ein Mensch du warst, Mesukabu, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, Mesukabu, dass wir diesen bösartigen Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon? Oh, das erinnert mich daran, was Plauderei gesagt hat. Dass die wachsenden Anzahl bösartigen... Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund zu kennen. Aber alle glauben, dass es irgendetwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Das heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oder in einem See, in der Höhle, unterirdische Höhle. Das hier aussieht wie das Anfangsbild. Mit Mystery Dungeon. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte, dort ist ein sogenannter Zahnräder der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass die richtig fließt.
Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Oh, ein Dieb, oder? Schatten-Pokémon. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen die Finger von ihnen. Selbst spruchlose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihnen zu schaffen. Sehe ich richtig? Nee, sehe ich richtig. Kann es sein? Ja, es ist wahr. Riptane? Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur der erste von vielen. Es ist Riptane. Mann, ist aber spannend, Alter. Ja, da würde ich sagen, neuer Cut, neuer Morgen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bei MS Pokabu 1. Ciao.